mein Bruder sagt mir oft, dass ich mein Handy nicht in der Hosentasche haben soll, weil man dann irgendwie keine Kinder mehr bekommen kann. Weil ich weiß, dass es zum Beispiel nicht gut ist, das Handy zu benutzen. Sorgen? Naja, es ist halt so eine globale Sorge wie alles. Also ganz persönlich jetzt eher weniger. Also ich habe tatsächlich gestern versucht, einen WLAN-Router sozusagen in das Dachgeschoss meiner Tochter zu installieren. In dem Moment habe ich mir gesagt, vielleicht ist das gar nicht so gut. Also Sorgen habe ich mir noch nicht wirklich gemacht. Mobiltelefone gehören heute einfach zum alltäglichen Leben dazu. Aber es ist halt gut, wenn geforscht wird. Also wir wissen davon, wir als Familie, wir achten darauf. Wir gucken beispielsweise, dass bei uns am Bett keine Strahlungs-, also keine Geräte sind, die sehr viel strahlen. Man hat so ein bisschen im Kopf, aber ich glaube, wie gefährlich es tatsächlich ist, weiß man nicht. Man trägt das immer bei sich. Ich habe schon mal gehört, dass es tatsächlich strahlensensible Menschen gibt. Aber ich selbst bin jetzt nicht betroffen. Also man hört mal so am Bett, vielleicht muss es nicht direkt irgendwie hinter der Wand sein, aber vielleicht ist es auch bei Wasserleitung. Also ich selber bin da irgendwie total sorgenbefreit. Also machen wir gar keine Gedanken. Ich vertraue, ich bin in Deutschland und dann, also ich vertraue die Behörde, die von den Deutschen, die arbeiten nicht so einfach. Ich finde schon, dass man da so ein bisschen auch präsenter sein muss, wenn das Thema so wichtig ist. Also ich mache mir Sorgen, dass es zu sehr verharmlost wird. Das ist meine Sorge. Und es wird nicht allgemein öffentlich diskutiert, so in der breiten Bevölkerung. Ja, man hört ja aber verschiedene Thesen. Also dass man entweder ist es immer total schädlich, diese ganze Strahlung, oder es ist halt gar nicht schädlich. Und da gibt es dann immer diese ganzen Pro- und Kontra-Seiten. Man weiß halt eigentlich gar nicht, wem man so richtig glauben soll. Deshalb, man hört immer mal was, aber man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was da Sache ist. Das ist so mein jetziger Kenntnisstand. Also ich glaube, letztendlich geht es halt darum, wenn es halt irgendwie, dass man es für den Endverbraucher so ausdrückt oder an den Endverbraucher so ranbringt, dass es halt auch verständlich ist. Denn so einfach nur mit Zahlen rumzuhantieren, das ist natürlich für mich selber persönlich nicht so nachvollziehbar, ne? So nachzuvollziehen.